Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 1. Juni 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetische Astrologie ist eine Mischung von indischen und chinesischen Astrologie. Und sie berechnen die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen. Sie berücksichtigen nämlich auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Sonne bewegt sich im Stier, hier im Erdeelement. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Das ist die Realität, die Bodenständigkeit, Materie, auch Finanzen, die beruflichen Situation, zeigt auch unsere Natur, wie zum Beispiel Gartenarbeit oder raus in die Natur. Stier bedeutet auch zum Ruhe kommen und die Zeit genießen und entspannt bleiben, etwas verschönern und gemütlich machen. Diese Gemütlichkeit, das, was wir gerade brauchen. Mond bewegt sich im Widder. Hier im Widder, in Feuerelement. Mond trifft mit Venus und sie wirken zusammen. Beide ist weiblichen Energie. Und die weibliche Energie ist die empfängliche, obwohl Widder und auch Feuer aktiv ist. Hier brauchen wir den Ausgleich, ein inneren Gleichgewicht. Wenn das angebracht ist, dann eher zurückhaltend sein. Wenn aber das angebracht ist, dann aktiv zu sein, je nach Situation. Mond und Venus bewegt sich im Mondhaus Parani und dieses Mondhaus verkörpert die Urmutter und vermittelt uns etwas, was für uns Frauen jetzt gerade wichtig ist, die Urvertrauen und die Empfängnis. Vertrauen, dass etwas auf uns zukommt und das ist gut für uns. Und auf diese Gutes oder auf die Liebe vertrauen. Immerhin, Venus hat einen Einfluss auf die Liebe, Partnerschaft oder beruflich könnte das die Kreativität sein. Mars bewegt sich in Zwillingen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und in Zwillingen kommt die Leichtigkeit dazu und viel in Bewegung. Kontakte, Informationen, Austausch, eine gewisse Neugier. Mars ist eine männliche Energie und bedeutet auch die Männer. Sie suchen etwas. Es ist nicht nur die Zwillingsenergie, diese Neugier und Bewegung, sondern hier bewegt sich auch Rahu, dieser Drachenkopf. Und hier haben besonders die Männer karmische Themen. Die suchen etwas, aber sie wissen nicht was. Die Bedürfnis ist da und sie orientieren sich neu. Sie suchen ihre Berufung unbewusst oder das Platz des Lebens oder eine Aufgabe. Eine gewisse Unruhe ist spürbar. Merkur bewegt sich auch im Stier und Merkur löst etwas aus in unserem Alltag. Das sind Handlungen, Kontakte,
praktischen Wissen, Austausch, Kommunikation, Terminen, Verträgen. Merkur hat einen Einfluss von Orion. Orion ist der himmlische Jäger und jagt nach etwas. Das ist auch eine gewisse Suche oder Neuorientierung, dass hier im Erdeelement, wo um Materien geht, kann auch berufliche Neuorientierung sein oder die Überlegung, wie könnte man die Finanzen verbessern. Jupiter vergrößert immer etwas. Jupiter ist auch riesig, ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst, dass wir etwas jetzt vermehren sollen, hält die Energie zurück und zeigt, spiegelt etwas von Vergangenheit. Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Das bekommen wir auch gespiegelt. Und hier im Skorpion, im Wasserelement, fühlen wir das. Weil Wasser hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Diese Rückläufigkeit natürlich kann auch karmischen Themen oder Vergangenheit spiegeln. Saturn und Pluto, die sind auch rückläufig hier im Schütze. Das hat auch mit Vergangenheit was zu tun und auch mit Karma was zu tun. Und vor allem beide bewegen sich hier in diesem Knoten. Und das ist nichts anderes als die absteigende Mondknoten oder Ketu, dieser Drachenkörper, und zeig unsere Vergangenheit. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Also kommen Erinnerungen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und hier wirkt bei Widder. Und das kann auch unerwartete Ereignisse sein und ein Neuanfang. Neptun ist immer noch im Wassermann. Und Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir glauben daran. Und hier brauchen wir die Luft, die Leichtigkeit. Welche Verbindungen haben wir? Mond und Venus stehen in einer sogenannten Konjunktion, das heißt, sie treffen sich im Widder und sie wirken zusammen. Eine starke weibliche Energie, weil Mond ist weiblich und Venus ist auch weiblich. Bei Mondeinfluss kann auch Mütterlichkeit auch bedeuten. Sonne steht in eine gute Verbindung zum Mars. Und das bedeutet die Wahrheit, sehen, erkennen. Oder mutig zu sein, ist auch Lebenskraft, Lebensenergie. Eventuell kann auch Vater-Sohn-Verbindung bedeuten, was gerade schön und harmonisch ist. Sonne und Mond stehen auch in einer harmonischen Verbindung. Das sind die beiden Lichter und das hilft uns, etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Mond steht in Verbindung zum Mars, ist auch eine schöne Verbindung und das wirkt auf die Männer. Und sie zeigen jetzt Gefühle, weil sie nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr. Das kann auch bedeuten, eine gute Verbindung zwischen Mutter und Sohn. Dann haben wir einen sogenannten Quinkungsaspekt, eine Verbindung zwischen Jupiter und Venus. Und diese Quinkungs bedeutet, und ich kann nur mit einem Beispiel näher bringen. Stellt ihr vor ein Pendel und jemand möchte wissen, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und genau dieses Gefühl verspüren wir,
wenn es um Venus-Jupiter-Verbindung handelt. Und das ist Gerechtigkeit in die Liebe, Partnerschaft oder zwischen Frauen, die Handlungen, die rechtlichen Lage oder Gerechtigkeit. Immerhin Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, aber öffnet die Augen auch für Ungerechtigkeiten. Und da entsteht eine gewisse Unsicherheit oder wir stehen in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie das weitergehen soll oder sind unseren Hände gebunden. Bei Venus kann auch um die Liebe handeln und bei Jupiter, wenn wir versuchen, das zu vergrößern und das lebendig zu machen, das kann eine gewisse Handlungsweise auslösen, wo wir wissen nicht, sollen wir aktiv sein oder eher passiv, was soll ich machen, ich weiß es nicht. Genau diese Emotionen löst das in uns aus. Wenn wir schon bei Jupiter sind, muss ich was erklären. Ich habe Jupiter hier in Skorpion. Astrologisch ist wirklich so, dass wir sagen, Jupiter bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Skorpion. Wenn wir aber mit Astronomie beschäftigen, und das ist ein Gebiet, was mich auch fasziniert, und ich lese Astronomiebücher, die Astronomen sagen was anderes. Die Astronomen sagen, Jupiter bewegt sich im Schlangenträger. Ja, was ist dieser Schlangenträger? Schlangenträger ist ein Sternbild. Befindet sich auch im Ekliptik. Logisch wäre zum Sagen, ja, das ist die 13. Tierkreiszeichen. Und das beschäftigt mich seit Jahren. Warum zählt der Schlangenträger nicht zu den Tierkreiszeichen? Ich kann das nicht beantworten. Fakt ist, dass dieses Stammbild befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau und sie verliebte an Sonnengott Apollo. Und ihr Bruder sagte zu ihr, sei vorsichtig mit diesem Sonnengott. Er steht immer im Mittelpunkt. Er hat immer Glanz. Er strahlt immer was aus und er wird immer wahrgenommen. Und überleg mal, wenn du seine Frau bist, dann bist du immer übersehen. Du stehst immer in die Schattenseite. Hat nichts geholfen. Sie wollte unbedingt zusammen sein mit Apollo. Und so war das auch. Und genau so erlebte sie diese Beziehung, so wie ihr Bruder das auch gesagt hat. Sie war immer übersehen, war immer auf die Schattenseite. Sie musste immer auf die Seite gehen. Und der Sonne strahlte und wurde immer wahrgenommen. Und sie brauchte Bestätigungen von anderen und ist fremdgegangen. Der Sonne hat das erfahren, dass seine Frau fremdging und es war keine schöne Tat von Apollo, aber Apollo hat sie getötet. Und vor sie starb, sagte sie zu ihm, ja, ich sterbe jetzt, aber ich bin schwanger von dir. Ich erwarte ein Kind. Und so wurde dieser Schlangenträger geboren. Ja, das war Asklepios, dieser himmlischen Arzt. Und Chiron, wo auch bei Apollo groß geworden ist, dieser große Heiler, hat die Heilkunst ihm beigebracht. Und so wurde Schlangenträger, dieser Asklepios Arzt, war der himmlische Arzt. Und passierte Folgendes, ein Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios, da war schon größer, musste
dieses Kind heilen. Und dann kamen zwei Schlangen, heißt auch Schlangenträger. Und dieser Schlangenträger, dieser Asklepios, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt dieses Kind? Die eine Schlange trägte die Gift in sich. Der anderen Schlange trägte die Heilkräuter in sich. Ja, zum Glück hat Asklepios die Heilkräuter gewählt und das Kind geheilt. Und diese Geschichte erzählt uns Folgendes. Wir treffen gerade wichtige Entscheidungen und dann auch die Schlangenenergie. Der eine Schlange trägt die Gift in sich, das sind die Lügen. Der andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich, das ist die Wahrheit. Und woran glauben wir? Glauben wir an die Wahrheit oder an die Lüge? Und eine Lüge kommt immer Honig, süß, verpackt. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir in diesem Honigtopf und brauchen wir dann Heilung. Also das, was für mich diese Geschichte erzählt. Und genau in diesem Sternbild bewegt sich Jupiter, auch wenn ich hier um die Skorpion-Energie handelt. Natürlich, die Skorpion hat auch mit Schlangenenergie was zu tun, ganz klar. Das ist die Kundalini-Energie, hat auch eine schlangenförmige Bewegung. Davon gibt es auch zwei, auch in unserem Körper. Und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun, hier im Wasserelement sowieso. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und das sind die negativen Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Und von diesen Gefühlen sollen wir verabschieden, loslassen und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Kraft und Mut und Liebe. Ganz klar, das ist das höchste Gefühl. Es ist alles schöpferisch, es ist alles göttlich. Und wenn wir diese Gefühle leben, dieser göttlichen Energie, dann können wir unserem Leben kreativ, schöpferisch gestalten und steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Und genau diese Wandlung, diese Erneuerungsprozesse zeigt hier die Skorpion. Also beide Geschichte hat mit Schlangen was zu tun. Und tatsächlich im Chinesischen kommt auch wieder die Schlangenenergie als Tagesenergie im Holzelement. Aber noch zurück zum Verbindungen. Saturn und Pluto befindet sich auf diesem Punkt, also auf diesem karmischen Knoten, und Neptun bestrahlt das sehr schön und unterstützt das alles. Und Neptun zeigt, hier hast du karmische Themen, deine Talente, Fähigkeiten, das ist die Kreativität, die künstlerische Begabung, und zeigt, leb deinen Traum. Vielleicht das hast du in früheren Leben nicht gelebt, hast das nicht zugetraut. Jetzt wiederholt sich alles und sei jetzt mutig und verwirkliche dich. Leb dein Traum. Und das zeigt Neptun klar und deutlich. Die heutige I Ching-Symbol zeigt hier dieses Bild und bedeutet übersetzt die Berufung. Die Berufung leben. Viele Menschen fühlen sich beruflich wie gefangen und suchen sie einen Ausweg, denn oft kommen Ängste, existenzielle Ängste, und trauen sie nicht, beruflich was zu verändern. Wäre aber wichtig, davon zu befreien und die wahre Berufung leben, und das zeigt dieser I Ching-Symbol. I Ching bedeutet übersetzt Wandlung. Wandlung, die männliche und weibliche Energie. Das zeigt sich hier, diese Linien auch, Yin und Yang. Es ist uraltes Wissen, ist auch wie ein Kalender, dieser I Ching. Und bei tibetischen
Astrologie wirkt die Schlangenenergie und das heißt Zielerreichung, die Situation erfassen, verstehen, analysieren, auf die richtige Moment warten, auf diese Gelegenheit. Dann zeigt auch Kreativität, Schönheitssinn, auch Wandlung, diese Erneuerungsprozesse und Mystik. Und die Holzelemente dazu, so beschreibt die tibetische Astrologie, ist die Konzentration, ein Neuanfang, Frühlingsgefühl und ein langsames Wachstum. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.